So, meine Freunde, da sind wir wieder. Da mein PC sich gestern rustikal gesperrt hat und ich nicht mehr weiterspielen konnte, weil es einfach dann nach einer Zeit ultra geleckt hat und das Spiel sogar abgestürzt ist, widmen wir uns jetzt erneut Razor. Der Typ hat eh keine Chance, weil ich jetzt richtig aggressiv fahren werde. Ah, die Szene kennen wir schon. Brauchen wir uns die nicht normal anschauen, oder? Spider, beschleunigen wir einfach mal kurz raus. Wir wissen ja, wie gut unser M3 ist, wir kennen den ja schon vorher. Das wird kein Problem sein, diesmal den zu schlagen. Ansonsten würde ich es nicht verstehen. Mit Schmacken 331 km/h durch die Dinge durch. Geschmeidig um die Kurven hier rum. Hey, 331 war das, du Arsch. Er hat 333 angezeigt, das kann nicht wahr sein. Ich bin schon wieder beschissen. 300 Sachen hier durch. Aber es ruckelt. Aber das kann daran liegen, dass ich gerade defragmentiere. Und wenn das weitergeht, dann stelle ich es halt ab, dann passt es wieder. 324 Sachen. Oh, 70 Gramm mal vorne, das ist plus den Abstand, den wir jetzt noch haben. Ein Polster, das wir haben, das reicht doch knapp aus. Also ich würde es wundern, wenn nicht. Jetzt wundert man sich dadurch. Kranke Scheiße, wie wir fahren. Ja, meine Lenkung funktioniert immer noch nicht, wenn ich nach links abbiege und dann Nitro drücke. Razor locker mal eine Meile voraus. Und ich gebe nicht daran auf, irgendwie jetzt. Fuck off. Bisschen langsam dadurch, aber es passt schon. Müsste passen. 306 km/h. Und in dem Fall hatte Razor aber keine Schnitte. Keine Sekunde. Also wir haben den einfach abserviert, also das ist... Das wäre schlimmer als aufrauchen. Jetzt kommt der schlimmste Rennen überhaupt. Haben wir schon mal erlebt. Dass ich verkackt habe, bis zum Leben höre ich immer gegen die Scheißkarre gefahren. Zu früh geschaltet, juckt mich aber nicht. Also, links. Links habe ich gesagt. Dann rechts rüber. Wieder links, rechts, links. Und dann leckt das. Dann verkacke ich. Ja, aber die fragmentieren, dann kann ja was passieren. Aber bitte jetzt nicht mehr. Links, links, bitte links, doppel links, immer rechts, doppel rechts. Oh fuck, man, jetzt kommt auf einmal da das Auto. Egal. Wir probieren das halt, wir haben ja unendlich Versuche. Ein bisschen Zeit habe ich auch noch mitgebracht. Ja, nicht zu weit. Jetzt, wir aber eng. Komplett links rüber, komplett links rüber. Wie kommt der da vorbei und ich nicht? Ey, dieser Spaß, die regt mich jetzt schon wieder auf. Links rüber. Rechts rüber, links rüber. Rechts rüber, ein bisschen bremsen. Durchbeschleunigen, ein bisschen rechts rüber. Links rüber. Dann durch und werden Zweiter, ich glaub's nicht. Ey, der Typ ist so ein Spasti, ne? Jetzt kommen wir da durch und verkacken, weil der... Ach, ich hab mich da. Guck mal, wie schnell wir vielleicht früher durch die Kreuzung durchkommen. Das ist ja nämlich richtig krank krass. In der Mitte, genau, verdammt, die waren schnell genug. Scheiße. Ach Mann, ey. Egal, probieren es nochmal, das hat gut funktioniert. Ich war
voll durchbeschleunigen. Alles, was geht, aus der Kiste rausholen. Auf den ersten Metern alles, was geht. Und dann durch ins Ziel, einfach direkt durch. Ja, der zieht komplett dann rüber in der Sekunde. Das ist dann komisch. Das ist einfach scheiße. Müsste noch schneller sein. Das war jetzt Vollgas. Das war jetzt mal. Das war jetzt auch wirklich zum letzten Mal alles wirklich perfekt durchgeschaltet. Kein Nitro mehr, verdammt. Können wir aus der linken Spur uns halten? Vor einfach durch. Einfach nochmal eng. Mitte, Mitte, Mitte. Nein, Mitte, du fährst nicht auf die Spur von dem Arsch. Mann, gibt's doch nicht. Ich könnte rasten, ey. Das hat so gut funktioniert und dann kommt wieder so ein Arsch. Meine Fresse. Wird mal wieder eng, ohne Ende. So, jetzt hier links, oder rechts, links. Links, links, du Boah! Das gibt's nicht jetzt, ey. Jetzt weiß ich zumindest, wie man fahren muss, ey. Links, rechts, links, was noch, ey. Ich jetzt hier in Bangladesch, oder? Ich komm jetzt mit 1000 Autos an. Ich glaube, das schaffen wir nicht vor dem durch, oder? Da sind wir zu langsam. Wir fahren bei links durch. Rechts. Rechts, rechts. Na, links, links, links! Doppelt links, verdammt, da bin ich durchgekommen. Doch, ich bin zu dumm. Ich schaff das nicht. Erstmal leckt das noch zwischenzeitlich, aber ganz kurz. Da hochgeschaltet. Ach, egal, jetzt ist es zu spät. Wartet Sekunde, ich mache jetzt. So, ich habe die Defragmentierung jetzt beendet. Das dürfte wesentlich besser funktionieren jetzt das Spiel. Ja, das sind ja auch Computerleistung weg. Voll durch, voll durch. Keine Gnade. Keine Gnade. Zu langsam. Egal, ziehen wir jetzt so rüber. So, links. Jetzt komplett links rüber. Der linke Spur. Bleib und da kommt. Ey, wie kommen da nochmal Autos? Die machen jede Spur dichter extra oder was? Der Kackhügel. Jetzt kann ich eine linke Spur durchfahren. Ja, jetzt bin ich schnell genug auf jeden Fall, um dann auf der linken Spur durchfahren zu können. Und jetzt einmal komplett durchwechseln, so mit sich. Also hier voll bleiben. Ey, wieso? Das kann doch nicht wahr sein. Ich fahr schon wieder gegen diesen Spasti. Ich nach dem fetten Wagen und auf der mittleren rechten Spur bleiben, oder was das ist. Das heißt, einmal links und einmal rechts. Und dann bin ich durch. Jetzt habe ich die Lösung gefunden. So. Leckt mir doch am Kronnitz. Ich hasse die langsam. Ich hasse die Strecke langsam, ganz ehrlich. Ich verfluche diese Scheißstrecke, weil die einfach asozial ist. Gerade das Ende. Ja, genau, fahr mir in die Seite, du kleiner Spasti. Doppel links, einmal rechts. Und durch. Mh, geht doch endlich, Mann, Junge. So, jetzt die zwei Sprints. Noch zwar ein Rundkurs, zwei Sprints. Ich hier mega aufrauchen muss. Okay, bitte aggressiv fahren. Du dir fest. Er war ja letztes Mal mit dem Sprint hier gar nicht so schlecht dabei. Aber diesmal lasse ich dem keine Städte. Da will ich immer keine Städte lassen. Da ja, fahr mir den Arsch, kannst du machen. Ich muss hier vor mir, jetzt kann ich dich händeln. Gut, dass ich mich verdriftet habe, ey. Ich zu sehr auf den konzentriert habe. Und dabei vergessen. Oh, da kommt eine Kurve. Aber der macht noch für seine Fehler. Der kriegt noch sein Fett weg. Das ist einfach so. Wieso kriegt der Wagen nicht die Kurven hier? Das ist doch scheiße, sowas, ne? Ich kann nur nicht über der Scheiße fliegt nicht die Kurven kriegen. Oh, oh. Wo soll ich an dem vorbei? Rechts, rechts. Boah, das war nochmal scheiße eng. Ich wollte ja eigentlich vor gegen diese scheiß mittlere
Insel locken, aber da wollte er nicht hin. Fuck off, ey. Das ist trotzdem noch verdammt nah. Hoffe, dass ich den eigentlich gegen eine Bande gedrängt habe. Oder als ich ihn so weggedrängt habe gerade noch. Puh. Nein, das ist nervenaufreibend, das steht fest. Der Typ hängt mir im Arsch wie Gaugummi. Wie schnell ist der denn um die Kurve rumgekommen, bitte? Dass es noch so scheiß Autos gibt, die einen ausbremsen können vor der Kurve. Er ist irgendwie abgekürzt letztes Mal. Diesmal nimmt er die Abkürzung nicht. Oh mein Gott. Ey, leck mich doch am Arsch. Das ist einfach Top-Gegenverkehr auf 50.000 Autos circa. Gefühlte. Das schmeckt mir gar nicht gerade. Auf einmal doch mal ihm keine Gegner auf, oder was? Wie unfair ist das denn? Aber wir nehmen diesmal die Kurve Ast rein. Ich fahre schon halt auf voll am Lippen. Ich check nicht, wie er noch schneller fahren kann. Ha, verarscht, du Wichser. Ja, er springt über uns. Jetzt ist bei Need for Speed, nicht bei Need for Speed. Also sind schon bei Need for Speed. 13. Ach, leck mich doch, jetzt bremst der noch aus. Sind wir denn hier bei Fast and the Furious oder was ist los? Über der Paul Walker da, beziehungsweise Brian, über die Brücke springt und dann über den Toyota Supra drüber. Teil 2 war das, glaube ich. Ja, es war ein Teil 2. Da springt er über alles Mögliche drüber. Sind wir denn verrückt geworden? Mindestens der Sieg, den mir keiner nehmen kann. Puh. Jetzt hängt er mir immer mehr am Nacken. Jetzt gibt er aber richtig Stoffless. Und ist so hängen geblieben. Das hat er verkackt. Also das heißt verkackt. Er ist einfach hängen geblieben für ein paar Sekunden. Und damit kann ich Abstand machen. Müssen wir weiter wegkommen noch. Mal einen Ast rein Abstand aufbauen. Wenn ich diesmal nicht so leicht aufgeben werde wie im Rennen zuvor. Der verkackt schon wieder. Die Ecke ist seine schwache Ecke. Das ist eigentlich nicht meine schwache Ecke. Aber das ist genauso da verkackt. Ich verstehe das auch nicht. Zack, über den drüber. Das mehr wollte ich nicht erreichen. Also das muss jetzt einfach sein. Ich habe gemerkt, da wird eng. Und dann kann ich vielleicht schaffen über den drüber. Und dann ist no risk, no fun. Ne? Und er nimmt die Abkürzung, der Wichser. Ich wüsste gar nicht, dass da eine Abkürzung ist. Willst du halt noch fahren? Na, schade. Ist wieder mal verkackt, wie immer. Ich nehme die Abkürzung noch nicht, weil ich weiß nicht, wo die ist. Und wenn ich nicht weiß, wo die ist, dann kann es dazu kommen, dass ich voll gegen die Wand crashe. Und da habe ich keinen Bock. Bevor ich das ganze Spiel löse, ich habe ihn wieder. Von daher. Keiner von mir ist ein bisschen näher rangekommen sein, soll er auch. Das ist sehr langweilig. 3 Runden, so eine Strecke, ey. Ah, die erste Runde gönne ich ihm. Die nachfolgende nicht mehr. Verdammt, das war ein bisschen scheiße von mir gemacht, aber egal. Komm, und er...
er bringt dasselbe, von daher. Das ist das zweite Mal schon, dass er es an der Stelle gemacht hat, glaube ich. Och, enger konnte ich die Kurve, glaube ich, auch nicht nehmen. Wenn es eine Kurve war, ich weiß nicht. Ob man das so als Kurve bezeichnen kann. Aber ich habe verleitet die Ecke dazu, einfach eine Sekunde früher abzubiegen. In dem Fall. Deswegen liegt der mir jetzt am Nacken. Ja. Heißt nichts, heißt nichts, heißt nichts. So springen wir nicht über den. Muss man müssen, ne? So springen. Hab ich auch kein Problem mit. Die Kurve nehmen wir etwas zu lang. Mein Motto nach. Er nimmt wieder die Abkürzung. Ey, so eine Pussy, ne? Wenn ich so mal auch. So macht er sich wieder vom Acker, ey, mit seinem. Ach, leck mich doch. Ich krieg ihn noch, ich krieg ihn noch. Er hat seine scheiß Schwächen. Die werde ich gnadenlos aussetzen. Letzte Runde nehme ich dann auch die Abkürzung. Und dann habe ich den Wichser. Nämlich. Seine scheiß Geschwindigkeit ist zum Beispiel einer seiner Schwächen. Dass er nicht rausbeschleunigen kann, so wie ich. Penner. Komm, hast du Bock, gegen so einen Pfosten zu fahren? Komm, 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 komm. Traust dich nicht? Ich überhole dich über außen, du Pussy. Oh. War auch nicht schlecht manövriert durch alle durch. Tschüss. So, war ich vor, hab doch gesagt, diesmal knack ich dich. Ja, diesmal knack mich diese scheiß gegnerischen Fahrzeuge wieder. Ja, das sind gegnerische Fahrzeuge. Der hat mich schon extra reingeschleust, um mich aufzuhalten, der Sack. Okay, ich muss ein bisschen nicht beladen lassen. Opfer, ouch. Deswegen fahre ich nicht so gerne, sonst wird's zentral, weil sonst. Hat's ja gesehen, der verreißt noch mehr Autos mit. Abschleppwagen, ey. Okay, das war mal mein Wagen, aber ich hab einen neuen. Neues Liebling. Der BMW hat mich auch enttäuscht. Statt. Man muss auch mit dem Ölleck weiterfahren können, ne? Finde ich so zumindest. Arschloch! Egal, wird der auch jetzt reinfahren, wenn er noch nicht verschwindet. Also dann nicht, schade. Ausschau, Alten. Nicht gleich kommt die Kackecke. Nein, darf ich nicht rein. Shit, 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 shit. Nicht, wo ich hinspringe. Das Zeichen ist. Was jetzt? Ach, scheiße, ich hab die Abkürzung schon wieder verpasst, ey. Die ist so scheiße zu nehmen, wenn man die nicht sieht. Die sieht man echt abgefuckt nicht. Egal, wir sind trotzdem noch nah an ihm dran. Beziehungsweise sind schon an ihm dran. Wenn meine Karre nicht ausschlagen würde. Und am besten jetzt gleich kein Nitro setzen. Oder nicht zu viel Nitro. Jetzt muss ich auch ein bisschen was setzen. Aber fuck off, er ist viel zu schnell gerade für mich. Fuck off, jetzt haben wir ihn, aber jetzt haben wir ihn, oder? Wir haben ihn. Ah, oh, Mann. Kopf an Kopf rennen jetzt. Und wir haben es geschafft soeben, aber das ist. Naja. Eine Millimeter-Entscheidung, würde ich sagen. Puh. Letztes Rennen. Dann haben wir ihn. Dann haben wir den Sack. Das Arschgesicht mit Ohren. Letzter Sprint. Bestimmt geht der über 2000 Kilometer, der nicht verlieren kann. Bestimmt, weil mir dann der Sprit ausgehen wird. Der fährt jetzt ultra aggressiv. Überholt uns von außen? Das ist nicht möglich, ne. Lass ich nicht auf mir sitzen, mein Freund. Nimm die Abkürzung, verkack da, ich verkack, ich verkack. So, dann auch die Abkürzung nehmen, juckt mich kein bisschen. Das muss er eher bremsen. Hier sollte der Nitro einsetzen, das ist wesentlich intelligenter. Ach,
Ein Penner, ne, das ist so ein Penner. Wegen ihm komme ich weggedriftet. Mann. Ich verstehe nicht, warum ich den nicht weggehauen habe. Schalten den vierten, genau. Hat er verkackt. Das hat er richtig verkackt. Sollen wir jetzt auch die Abkürzung nehmen oder sollen wir es sein lassen? Ich weiß nicht so genau. Ich bin mir sehr strittig dabei, weil ihr nicht fliegen lernt. Das meistens schief. Obwohl diesmal ging's. Wie hat der den äußeren Weg benutzt? War schneller, theoretisch, so gesehen, oder nicht? Kein Problem, er fährt nämlich auch zum Freund. Ich hasse es einfach. Was ist das für eine Scheiße hier, ey? Immer denselben Kacke. Ja, kommt immer Gegenverkehr. Ich, pass auf, jetzt kommt wieder Gegenverkehr. Schade. Wieder schön rechts. Geradeaus runter, geht auch, geht auch. Langsam werden, schön langsam werden, damit wir jetzt einen scheiß Kamikaze-Fluch hinlegen, obwohl der Carrera GT landet eigentlich immer voll okay. In dem Fall kann ich mich nicht beschweren, diesmal ist er perfekt gelandet. Und wir haben uns einen Abstand herausgearbeitet, der mal dem Razer nicht schmecken wird. Los, Alter. Na, das ist ein einfaches Rennen, wenn man die Abkürzung nehmen darf und Razer sie nicht nimmt. Von daher ist es ein. Theoretisch ein klarer Sieg für mich. Theoretisch, also praktisch sieht es noch anders aus. Ich kann einfach mehr ranrücken. Meine Fresse, ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wo kommt der denn? Fährt der falsche Spur jetzt oder was ist los? Ist doch ein Witz. Das geht jetzt erstmal nichts mehr, ey. Jetzt zwei Jahre gegen eine Kante, dann hängen und dann überholt er mich, der Sack. Arsch, darauf wartet der bestimmt nur, weil anders kann er eh nicht mehr schaffen. Oder war aber eng. Mit zwei Rädern fahren, das macht nicht so viel Spaß. So was mein.